befassen. Das ist Volker Beck. Bitte schön. Ja, Herr Bundesinnenminister, ich wollte Sie fragen zu der Aktion Ihres Hauses, der sogenannten Vermisst-Kampagne. Dazu habe ich zwei Fragen. Einmal hat das Bundesinnenministerium am 20.09. per Pressemitteilung mitgeteilt, aufgrund einer aktuellen Gefährdungsbewertung des BKA verschiebt das Bundesinnenministerium den Start der Plakataktion der Öffentlichkeitskampagne Vermisst. Ich kann es nur begrüßen, wenn das gestoppt wird. Ich finde, es gehört eingestampft. Aber wie erklären Sie sich, dass dann heute in Neukölln genau diese Plakate an Plakatwänden auftauchen? Haben Sie die Öffentlichkeit hier wahrheitsgemäß unterrichtet? Oder worauf ist der Widerspruch zwischen Pressemitteilung und diesem Plakat in Neukölln, das an mehreren Stellen aufgestellt wurde, zu erklären? Ist es ein Großflächenplakat? Es ist ein Großflächenplakat. Ich habe das von der Webseite Migazin runtergeladen und die haben mehrere Exemplare davon dokumentiert. Es ist entsprechend hier verziert worden, weil es wohl auf erhebliche Irritation in der Migrationscommunity stößt, was ich gut verstehen kann. Es gab ja auch Kritik aus der Koalition, insbesondere aus der FDP-Fraktion zu dieser Frage, die ich voll teile. Also wie kommt es dazu? Zweite Frage dazu. Gestern wurden die gleichen Motive als Postkarten in Geschäften und Lokalen der Kölner Kreubstraße verteilt. In der Kreubstraße hatte die NSU diese Splitterbombe gezündet mit 20 Verletzten. Das führt zu erheblichen Beunruhigung in Köln und wird als Stigmatisierung der Opfer der NSU gewertet. Ich bitte Sie, Herr Innenminister, würden Sie sich entschuldigen bei den Opfern dieses NSU-Anschlages und bei den Anwohnern der Kölner Kreubstraße, die sich dadurch erheblich herabgesetzt fühlen von dieser Öffentlichkeitsaktion Ihres Ministeriums? Lieber Herr Beck, diese Aktion ist zurückzuführen auf ein Gespräch, das wir unter anderem mit Eltern hatten von Kindern, die sich selbst radikalisiert haben, die Deutschland verlassen haben, in pakistanische Terrorcamps ausgereist sind und Eltern, die uns gesagt haben, wir wussten nicht, wo wir uns hinwenden sollen. Ich habe noch in derselben Woche, als dieses Gespräch stattgefunden hat, im Rahmen unserer Sicherheitspartnerschaft eine Hotline beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg schalten lassen, wo wir den Menschen in deutscher, in jeder anderen Sprache Hilfe anbieten, Eltern, Verwandte, Freunde, die Sorge haben, dass sich ihr Kind radikalisiert, dass es in Kreise gerät, wo es sozusagen den radikalen Kräften zum Opfer fällt, Hilfe suchen können. Und nun ging es darum, dass man gemeinsam überlegt hat, wie können wir diese Telefonnummer, diese Hotline bekannt machen bei all denen, die daran interessiert sind, also insbesondere bei den Eltern. Und man hat sich zusammen mit den muslimischen Verbänden dafür entschieden, diese Kampagne zu machen. 50% der Plakate zeigen einen blonden Jungen, und 50% auch der Postkarten einen blonden Jungen, der insbesondere ansprechen soll Eltern von Konvertiten. Denn das ist ein großes Problem des Homegrown Terrorism, dass wir viele Konvertiten haben, die zum Islam überwechseln, sich dann radikalisieren. Also auch ein Hilfsangebot an deutsche Eltern, die das erleben. Aber dann wussten wir natürlich auch, dass es neben dem Konvertitenproblem auch ein Problem bei arabischen Familien oder arabischer Herkunft und türkischen Familien gibt. Deswegen gibt es also 50% der Plakate und der Motive mit dem sichtbar blonden Jungen und 50% mit einem südländisch aussehenden, zum Teil in arabischer Sprache, zum Teil in türkischer Sprache. Da einige Kreise, die ich nicht näher definieren will, Interesse daran hatten, aus dieser Plakataktion, die diese Nummer als Hilfe für die Eltern bekannt machen sollten, zu skandalisieren. Der blonde Junge ist übrigens nirgends aufgetaucht, in keiner dieser Skandalisierungsmeldungen. Da es nur darum ging, das zu skandalisieren und es in Teilen gelungen ist, hat diese Skandalisierung auch dazu geführt, dass viele Menschen verunsichert sind. Das bedauere ich auch außerordentlich. Ich habe als Teil der Kampagne, da war vorgesehen,
eine Anzeigenkampagne, eine Internetkampagne, die Postkartenkampagne und diese Plakataktion. Die drei erstgenannten Maßnahmen laufen weiter. Ich musste allerdings am vergangenen Donnerstag, glaube ich, war es, aufgrund einer Gefährdungsbewertung des BKA im Zusammenhang auch mit den Drohvideos und allen möglichen Demonstrationen, die zu befürchten waren, diese Plakataktion verschieben. Ich kann Ihnen jetzt nicht erklären, warum die Plakate trotzdem aufgehängt wurden. Ich gehe der Sache nach. Bitte? Die Postkartenaktion läuft da ganz normal weiter. Die wird nicht in einer Straße gezielt verteilt, sondern wird im ganzen Land verteilt. Also diese Postkartenaktion, wobei ich sagen muss, die ganze Sache ist deswegen auch sehr erfolgreich, weil inzwischen jeder diese Nummer kennt. Und insofern ist ein wichtiges Ziel dieser Informationskampagne erreicht worden, nämlich dass Eltern, die sich Sorgen um ihre Kinder machen, jetzt wissen, wo sie anrufen können. Ja, bitte eine Nachfrage. Ja, Sie haben ja gerade die Kreise angesprochen, die diese Aktion kritisieren. Das sind offensichtlich die Kreise, mit denen Sie es besprochen haben. Heute hat die DITIB, die größte islamische Organisation in Deutschland, an die Bundeskanzlerin geschrieben und dabei unter anderem darauf hingewiesen, dass die DITIB, die VIKZ, der Zentralrat der Muslime und die IGBD ausgetreten sind aus der Sicherheitspartnerschaft mit dem Bundesinnenministerium wegen dieser Kampagne. Das heißt, kein islamischer Verband steht mehr hinter ihrer Kampagne oder stand je hinter dieser Kampagne, was auch verständlich ist, weil es wird mit dem Vermisst und Hinweis, jemand ist abgedriftet in den Islamismus, ein Bild gezeichnet von irgendwelchen südländisch-ausländisch-sehenden Menschen, wo man offensichtlich hinter jedem südländischen Gesicht einen Islamisten vermuten darf. Das ist die Botschaft Ihrer Kampagne. Deshalb bewirkt sie nicht das, was ich als Ziel durchaus teile. Wir müssen mehr machen, um uns um diese Fragestellung zu kümmern. Dafür ist aber Ihre Kampagne kontraproduktiv. Sie wird als beleidigend von den Migranten und von den Muslimen zu Recht empfunden. Und ich frage Sie wirklich, halten Sie es für geeignet, diese Postkarte in der Kölner Kolbstraße, dem Tatort eines der NSU-Anschläge, zu verteilen? Oder finden Sie nicht, da ist Ihnen was aus dem Ruder gelaufen, wofür sich das Ministerium bei den Menschen zu entschuldigen hätte? Lieber Herr Beck, das Ministerium und ich werden uns nicht dafür entschuldigen, dass wir den radikalen Islamismus und Salafismus, der eine Gefahr nicht nur für unser Land, sondern für ganz Europa darstellt, bekämpfen. Und wir werden das mit aller Konsequenz tun, denn ich bitte Sie wirklich, die Gefährlichkeit dieser radikalisierten Islamisten nicht zu unterschätzen. Das wäre wirklich dramatisch, wenn man die Abwehrkraft des Staates in dieser Frage schwächen würde. Ich bin sehr dankbar, dass die muslimischen Verbände in der Sicherheitspartnerschaft mitgemacht haben. Mir ist nicht klar, warum sie mit einem Mal eine Kehrtwende machen. Vielleicht gibt es, aber gut, ich will da keine Details nennen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass mich sehr Berichte aus der Türkei ärgern, wo sich Leute überhaupt nicht beschäftigen mit den Fragen und Einzelheiten, sondern versuchen, Einfluss zu nehmen in Deutschland. Und einem solchen Einfluss werde ich mich nicht beugen. Gut, gibt es jetzt noch Fragen über das Gebiet der heutigen Kabinettssitzung hinaus? Das ist nicht der Fall. Dann beende ich die Befragung und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 2.